Sechs Fehler, die ich in den letzten Jahren beim Radfahren immer wieder beobachtet habe und die du als Radfahranfänger unbedingt vermeiden solltest. Es sind oft scheinbar Kleinigkeiten, können aber echt unangenehme Auswirkungen haben. Starten wir gerade mit dem ersten und das ist die Handposition auf dem Lenker. Sehr häufig sehe ich, dass der Daumen nicht umgelegt wird, sondern mit aufliegt sozusagen. Und das ist einfach in dem Moment gefährlich, wenn man irgendwas übersieht. Ein Stein, ein kleines Schlagloch, kann auch mal ein Schatten von der Sonne nicht sichtbar sein. Und zack, rutscht man mit der Hand vom Lenker. Habe ich selber auch erlebt in Mallorca in einer Trainingsfahrt. Nicht aufgepasst, Daumen nicht umgelegt gehabt. Und dann bin ich mit den Achseln auf dem Lenker von der Straße abgekommen. Habe mich ein paar Mal überschlagen, Gehirnerschütterung. Ja, muss nicht sein. Kleinigkeit mit großer Auswirkung. Ein zweiter großer Fehler ist das Unterschätzen der Trägheit beim Bremsen. Was heißt das genau? Viele Radfahranfänger haben noch selten oder gar nicht wirklich mal richtig scharf gebremst. Und wenn du scharf bremst, verlagert sich dein Schwerpunkt sehr stark nach vorne und du bist fast manövrierunfähig. Ein praktisches Beispiel, was das bedeuten kann, was ich sehr häufig sehe, ist, dass zum Beispiel mit dem Rad einerseits sehr nah hinter einem Auto gefahren wird, aber das ist nicht mehr der ausschlaggebende Punkt, sondern mittig hinter einem Auto. Und dann ist das Problem, selbst wenn man sich gut einschätzt und ja, Abstand hat, kann es dann sein, wenn man bremst, dass man einfach von der Mitte nicht mehr wegkommt, weil man einfach nicht manövrieren, nicht lenken kann und dann gegebenenfalls auffährt. Ein weiterer Fehler ist, zu eng in Kurven zu fahren. Das passiert vor allem in Abfahrten, in schnelleren Abfahrten, in engen Kurven. Das sehe ich sehr häufig, dass Radfahrer sich über oder sehr nah an die Mittellinie ranfahren, schon noch mit dem Rad auf ihrer Seite sind, aber der Überhang, also der Körper, hängt dann fast schon auf der anderen Seite. Und da braucht es manchmal nicht viel mehr, als dass ein Autofahrer auch ein bisschen zu schnell in der anderen Richtung unterwegs ist und sehr nah an die Mittellinie kommt. Und schon kommt man sich da sehr, sehr nah. Ist unnötig. Versucht da immer eine Linie zu wählen. Mittig auf der Straße oder sogar leicht rechts versetzt. Klar ist die etwas langsamere Linie, aber für die schnellen Linien sind Wettkämpfe da und abgesperrte Straßen. Da also unbedingt aufpassen. Bevor ich jetzt zum nächsten Fehler komme, eine kurze Frage. Gefallen dir solche Inhalte auf dem Kanal? Schreib es mir gerne mal in die Kommentare. Gut, gehen wir gerade weiter zum nächsten Fehler. Der hängt auch wieder mit dem Bremsen zusammen. Häufig wird zu spät vor der Kurve gebremst, beziehungsweise in die Kurve reingebremst. Das Problem dabei ist, das Rad, der Reifen, hat 100% Grip. Entweder 100% Grip für die Kurve, 100% Grip zum Bremsen oder es teilt sich eben auf. Und wenn man dann zu spät in die Kurve reinbremst und dann mit Schräglage oder mit Kurvenlage noch zu schnell ist und dann noch bremsen muss, ist das natürlich zu Ungunsten des Grips. Ja, da kann das Rad mal wegrutschen. Und das nächste Problem ist, dass ich das Rad, das Zweirad, beim Bremsen aufrichten möchte. Das hat auch wieder mit dem Trägheitsmoment des Rades zu tun. Wenn das gebremst wird, stellt es sich auf. Und dann hat man natürlich zwei Probleme, die man in dem Fall handeln muss. Einmal das Grip-Maximum und andererseits natürlich das aufrichtende Rad. Und da muss man sehr stark dann mit dem Verlagern vom Körpergewicht arbeiten oder auch mit, oder beziehungsweise unbedingt auch mit dem Druck auf der Pedale. Und für die beiden Sachen habe ich dir hier oben mal in die Ecke eine Playlist verlinkt, wo ich die beiden Sachen genauer erkläre. Schau es dir mal an und wir gehen jetzt weiter zum nächsten Fehler. Und das ist eine Kleinigkeit, aber sehr unangenehm. Und zwar, wenn du mit Schnürsenkeln fährst an dem Schuh, die auf der rechten Seite nicht zu versorgen, sondern hängen zu lassen. Und wenn dann die Schlaufe einhakt im Kettenblatt, ja, wenn du zwei Kettenblätter fährst, wenn du natürlich einfach fährst, ist das nicht mehr das Problem. Aber zweifach hakt es dann ein. Im Idealfall zwickt es kurz, sonst reißt dir den Schnürsenkel durch. Vor allem, wenn du Klickpedale hast, hält das. Wenn du aber ohne Klickpedale fährst, kannst dir durchaus den Fuß vom Pedal ziehen, vom Pedal reißen, wenn du nicht damit rechnest. Und das ist dann wiederum sehr unangenehm, wenn der auf den Boden kommt oder du vom Sattel rutschst. Ein sehr offensichtlicher, aber trotzdem häufiger Fehler, den ich sehe, ist das zu schnelle Fahren in unübersichtliche Bereiche, Kurven, bei hohen Feldern, wie jetzt hier zum Beispiel im Video Maisfelder. Man sieht sehr wenig und ich sehe trotzdem, dass sehr häufig sehr schnell in die Kurven gefahren wird. Und das ist gut, solange nichts kommt. Man hat immer das Gefühl, ja, wenn ich sehe, kann ich bremsen. Aber da täuscht sehr häufig die eigene Wahrnehmung und man weiß nie,
was um die Ecke kommt, was man vielleicht nicht sieht. Wenn da zum Beispiel so ein großer Mähdrescher kommt, sieht man den klar vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Aber sehr häufig sind auch andere Radfahrer, die genau dasselbe denken. Ich fahre von der anderen Seite schnell durch die Kurve. Und in dem Moment, wo man dann wirklich mal mit zu hohem Tempo aufeinander trifft, wird es dann einfach unangenehm oder gefährlich. Meistens passiert nichts, aber es sind Situationen, die man sich natürlich sparen kann. Schreib du mir doch gerne nochmal in die Kommentare, wenn dir gerade spontan noch weitere Fehler einfallen, und lass auch gerne ein Like da. Wenn dir das Video gefallen hat, dann mache ich bald nochmal ein Video, in dem es um Fehler geht, die du im Training bzw. bei Ausfahrten vermeiden solltest und weniger mit der Fahrtechnik. Hier oben habe ich dir noch ein Video verlinkt, wie du nach langen Ausfahrten deinen Oberschenkel mobilisieren kannst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anschauen und bis zum nächsten Mal.